In diesem Video reden wir über die D23-Neuigkeiten. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum letzten D23-Video von mir. Ja, ich weiß, sehr viel D23-Content in letzter Zeit und ja, die Videos zu Anaheim in den Parks beginnen auch bald. Da haben ja schon einige geschrieben, wann kommen denn endlich die Vlogs aus den Parks. Bald geht es los. Ich verspreche euch, das ist das letzte Video zu D23, weil einige mich gebeten haben, ob ich denn nochmal die ganzen Neuigkeiten, die verkündet wurden, in einem Video zusammenfassen kann. Genau, da sind wir jetzt. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Wir reden also über die Filme und Serien und dann auch noch die Parks-Neuigkeiten. Und bei den Filmen und Serien gebe ich euch ein bisschen meine Meinung, wenn ich was dazu sagen habe. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinungen, was ihr zu den Filmankündigungen, Serienankündigungen sagt, aber auch zu den Parks-Neuigkeiten, auf was freut ihr euch am meisten, generell in allen Parks. Und ja, natürlich, wie gesagt, interessiert mich eure Meinung am meisten. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch keins der zukünftigen Videos. Ja, ich habe mir einige Notizen gemacht und wie gesagt, fange jetzt mit den Filmen und Serien an. Und versuche mich kurz zu fassen. Es geht, ist nicht so einfach bei mir. Wir starten mit Moana 2 als Ankündigung. Da haben wir auch einen ersten Song gesehen. Kommt ja schon dieses Jahr in die Kinos, 27. November. Und da freue ich mich eigentlich schon drauf. Ich mag Moana, den ersten Teil auch gerne. Dann nächstes Jahr kommt Snow White, der Live-Action, also die Realverfilmung, am 21. März 2025. Und da muss ich sagen, wir haben den Trailer gesehen, den könnt ihr euch wahrscheinlich auch auf YouTube anschauen. Ich werde übrigens auch keine Sachen hier einblenden. Könnt ihr euch in den D23-Vlogs und so weiter genauer anschauen, wenn ihr welche Bilder sehen wollt oder halt bei YouTube eingeben. Snow White gefällt mir gar nicht, wie die sieben Zwerge aussehen, dieses CGI und so. Da bin ich raus. Aber ich werde es mir natürlich anschauen. Lilo und Stitch, Live-Action-Movie, da gab es keinen Trailer, da gab es nur ein kurzes Bild, wie Stitch aussehen wird im Live-Action, also in der Realverfilmung. Und ich muss sagen, er sah schon richtig cool aus. Ich mag Lilo und Stitch, aber ich bin jetzt nicht der größte Fan. Soll aber auch schon nächstes Jahr im Sommer in die Kinos kommen. Dann wurde Incredibles 3 angekündigt, dafür kein Datum bisher. Ich muss sagen, ich habe Incredibles 2 auch nicht geschaut, obwohl Teil 2 wohl sehr erfolgreich war, habe ich gelesen. Ich habe, glaube ich, Teil 1 mal gesehen, aber Teil 2 glaube ich nie. Vielleicht sollte ich das mal nachholen, aber ja, viele haben sich gefreut über Incredibles 3. Dann kommt Toy Story 5. Ja, wahrscheinlich im Sommer 2026 und dort wird das Thema sein, dass die Spielzeuge das erste Mal auf elektronische Sachen stoßen, also wie iPads, Handys etc. Auch ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen. Und ich mag schon Toy Story. Es ist nicht so, dass ich der größte Fan bin, aber Toy Story kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Wie gesagt, Sommer 2026. Dann kommt Frozen 3 2027. Da wurde auch schon das erste Artwork gezeigt, wo Anna und Elsa auf einem Pferd reiten. Da war aber so im Schatten so ein Bösewicht und so. Und ja, soll auch Frozen 4 auch schon produziert werden. Und ihr merkt, überall ist eine Zahl dahinter, auch beim nächsten Film. Zootopia 2 kommt am 26. November 2025 raus. Und da wird zum Beispiel der Oscar-Preisträger Ki Hui Kwan, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen, die Schlange spielen. Da sind ja auch so viele ausgerastet im Honda Center. Ich habe vorher noch nie was von ihm gehört, es tut mir leid. Aber ja, ihr merkt, Zootopia 2, Frozen 3, Toy Story 5, etc., etc., etc. Überall ist eine Zahl dazwischen. Das heißt, es sind alles Storys, die schon mal im Kino waren oder schon rausgekommen sind und keine neue Geschichte von Disney selbst. Was ich sehr, sehr schade finde, meine persönliche Meinung. Es wurde angekündigt, ich weiß nicht mehr von wem, wer im Honda Center, dass es aktuell an einem Originalfilm, also an einem Film gearbeitet wird, keine Fortsetzung, aber die dazu noch nicht mehr sagen können. Also müssen wir uns da auf jeden Fall noch ein bisschen länger gedulden. Dann wurde Star Wars Skeleton Crew
angekündigt, war jetzt, glaube ich, eine Serie, mit Jude Law ab 3. Dezember auf Disney+. Habe ich keine Meinung zu. Ich bin jetzt, außer auf Mandalorian, habe ich, glaube ich, habe ich nicht so viele Star Wars-Serien gesehen. Dann Agatha All Along kommt die ersten Episoden am 18. September auf Disney+, also schon ganz bald, nächsten Monat. Und es passt, glaube ich, auch ganz gut zur Halloween-Season und zu diesem Spooky. Agatha kommt ja aus dem Marvel-Universum, aber ich bin da jetzt auch nicht so firm. Aber sah auf jeden Fall, der Teaser-Trailer sah auf jeden Fall richtig gut aus. Dann Fantastic Four First Step. Ich weiß nicht mehr, was es war, ob es ein Film war. Ich glaube, es war ein Film. Kommt Juli 2025. Ich bin im Marvel-Universum so gar nicht firm. Aber es war, glaube ich, ein Film. Dann Daredevil, Born Again, auch von Marvel, am 1. März 2025 auf Disney+. Dann wurde Avatar 3 angekündigt und der Titel wurde genannt. Es wird Avatar Fire and Ash heißen. Kommt am 19. Dezember 2025 in die Kinos. Avatar habe ich auch den ersten. Also ich bin irgendwie nie... Ich mag Avatar als Land, also in Animal Kingdom und die Attraktion. Aber so richtig mit den Filmen konnte ich mich auch nicht so connecten. Ich habe, glaube ich, auch nicht mal den zweiten gesehen. Teil 1 habe ich gesehen, Teil 2 glaube ich nicht. Dann wurde Freaky Friday 2 angekündigt. Das wird Freakier Friday heißen. Kommt 2025, auch wieder mit Lindsay Lohan. Und das Thema wird sein, dass Lindsay Lohan jetzt auch Mutter geworden ist. Und genau, die werden dann irgendwie auch wieder ihre Rollen tauschen. Wie bei Freaky Friday, habe ich auch gesehen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ganz witziger Film. Und ist cool, dass beide, Jamie Lee Curtis, jetzt ist mir ihr Name, glaube ich, wieder eingefallen, dass beide wieder zurückkommen. Dann wird es Tron, Eris, glaube ich, wird es heißen. Das ist der dritte Teil von Tron. Am 10. Oktober 2025 kommen. Ich habe mir den Disney-Film schon angeguckt, aber habe da jetzt auch keine Meinung zu. Dann kommt Monster Jam mit The Rock. Der wird da auch mit drin spielen. Mit Monster Trucks, was wir gesehen haben. Es gibt noch kein Datum und da bin ich komplett raus. Also Monster Trucks, gar nichts für mich. Dann kommt die Serie Win or Lose am 6. Dezember auf Disney+. Das ist die erste Original TV-Serie von Pixar, die wir auf Disney+ sehen werden. Und Dream Production, die nächste Serie auf Disney+, wird 2025 auch auf Disney+ kommen und wird ein Spin-off von Inside Out sein, also von Alles steht Kopf. Da wird es dann hauptsächlich um Rileys Träume gehen, deswegen auch Dream Production. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Dann gab es einen Trailer zu Elio. Das ist ein Pixar-Film, der am 13. Juni 2025 in die Kinos kommt. Ist so mit so einem kleinen Computer, so ein weißes Ding, was so eine Computerstimme redet. Sah auch ganz süß aus. Mal gucken, wie es das wird. Dann Hoppers, ein weiterer Pixar-Film, kommt 2026 und da geht es irgendwie darum, dass man mit den Tieren im Film den Körper tauscht. So ähnlich wie bei Freaky Friday mit den Personen, aber bei Hoppers, dass man das mit den Tieren tauscht. Wir haben auch einen kurzen Trailer dazu gesehen. Ja, dann Mufasa dieses Jahr, 20. Dezember 2024. Auch schwierig, war jetzt auch nicht der größte Fan vom Live-Action, also vom Realverfilm von König der Löwen. Mal schauen, da geht es hauptsächlich um die Geschichte von Scar und Mufasa, der aber nicht Scar heißt im Film, sondern Taka. Wahrscheinlich halt Scar, weil er irgendwann diese Narbe bekommt. Und irgendwie sollte Taka eigentlich der rechtmäßige König sein und dann kommt doch Mufasa und keine Ahnung. Also irgendwie geht es um die Geschichte, da haben wir auch den ersten Song gehört. Der hat mich jetzt auch nicht so mitgenommen, also wir haben zwar ein Ticket bekommen von D23 ins Kino zu gehen, aber in Amerika. Also, genau. Dann Ironheart, eine TV-Serie, die 2025 kommt mit... Riri Williams vom Wakanda zurückkommt, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung. Das war so als Key-Info, was aus dem Film dazu kam, aus der Serie. Riri Williams von Wakanda kommt in diese Serie Ironheart zurück. Dann kommt Andor Season 2, irgendwann 2025 auf Disney+.
Ja, ich habe, glaube ich, Andor 1 angefangen, aber nie zu Ende geschaut. Deswegen bei den Star Wars-Serien bin ich raus. Wie gesagt, außer bei The Mandalorian, was jetzt kommt. Und zwar, es kommt ein Kinofilm. Mandalorian und Grogu am 22. Mai 2026, das dauert noch ein bisschen, kommt The Mandalorian und Grogu ins Kino. Und da freue ich mich sehr drauf, bin ich sehr gehypt. Und als letztes wurde angekündigt, Percy Jackson and the Olympians. Season 2 kommt 2025 auf Disney Plus. Die Serie wurde ja auch sehr gehypt von vielen. Habe ich auch angefangen, aber auch noch nicht zu Ende geguckt. Genau, also das waren jetzt so die Infos zu den Serien und zu den Filmen, die angekündigt wurden an dem Freitagabend. Wie gesagt, sagt mir gerne eure Meinung, auf welchen Kinofilm, auf welche Serie freut ihr euch am meisten. Also wenn ich so darüber nochmal schaue, ich glaube, Frozen freue ich mich sehr drauf, natürlich Mandalorian und Grogu. Ich freue mich auch auf Moana 2. Also es sind schon ein paar Highlights dabei, auf die ich mich sehr freue und einige, die ich mir vielleicht anschauen werde, aber vielleicht auch nicht. Kommen wir zu den Parkneuigkeiten. Und hier versuche ich mich auch kurz zu halten, obwohl es sehr, sehr viele Neuigkeiten sind. Und es wurde gesagt, dass alles, was dort angekündigt wurde, auf jeden Fall umgesetzt wird. Das wurde auf jeden Fall gesagt. Und dass es in den nächsten 5 Jahren passiert. Das wurde gesagt während im Honda Center, während des Panels. Wir starten mit Walt Disney World und dem Magic Kingdom. Dort wurde Cars Land angekündigt. Und es wird eine Erweiterung von Lightning McQueen werden. Und es ist tatsächlich so, dass ich schon vieles gehört habe, dass halt dieses River of Americas, heißt es, glaube ich, verschwinden wird dafür. Und da sch wird schreien gerade viele auf und sagen, oh, das könnt ihr nicht machen, das ist was Walt noch früher so machen wollte und das könnt ihr nicht wegbauen. Es gibt doch genug Land im Magic Kingdom, wo ihr noch was erweitern könnt, reißt doch nicht die Rivers of America ab. Also da sind die Meinungen tatsächlich sehr gespalten über das Cars Land. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich schon Anfang nächsten Jahres. Und es wird 2 Attraktionen geben. Es wird einmal eine familienfreundliche Attraktion geben für die jüngeren Besucher. Und dann wird es auch eine Attraktion geben, die ein spannendes Offroad-Rally-Rennen durch Radiator Springs führt. Ich vermute, wenn es ein Rennen ist, weil ich ja gerade jetzt in Anaheim war, dass es so ähnlich wie Radiator Springs wird, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, man erobert wilde Gelände, während man durch die Landschaft rast, Bergpfade erklimmt und Geysiren ausweicht und durch Schlammlöcher planscht. Ja, wie gesagt, habe ich keine wirkliche Meinung zu, auch dass Rivers of America dafür weichen muss. Habe ich persönlich keine Meinung dazu. Ich weiß, viele von euch haben dazu eine Meinung, also bitte feel free und kommentiert das gerne unten und diskutiert das gerne. Dazu habe ich keine persönliche Meinung. Dann Villains Land, dazu habe ich eine sehr persönliche Meinung und zwar, da freue ich mich sehr drauf. Es wurde ein Bösewichte-Land fürs Magic Kingdom angekündigt. Ja, es kommt ein komplettes Land für die Bösewichte ins Magic Kingdom. Es wurde noch kein Eröffnungstermin bekannt gegeben, auch nicht, wann es eröffnet, wann es beginnt, anfängt gebaut zu werden. Es wird natürlich auch Einkaufsmöglichkeiten geben, es wird Restaurants geben und es gibt 2 Hauptattraktionen in diesem Villains Land. Das wurde angekündigt und es gab ein Artwork, mehr nicht. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Aber ich glaube, das wird eines der Sachen, die am Ende dieser 5 Jahre eröffnen. Aber da haben sich wirklich sehr, sehr viele gefreut. Also als das angekündigt wurde im Honda Center, sind alle ausgeflippt. Dann wird es eine neue Nighttime-Parade geben im Magic Kingdom und das schon nächstes Jahr, 2025. Und sagen, eine neue Electrical-Parade. Also nicht, ich wollte jetzt sagen, schon Sky Parade, aber das ist ja unsere Drohnenshow, sondern eine neue Electrical-Parade, die abends laufen wird, auch immer schön beleuchtet sein wird, eine völlig neue Nachtparade auf der Main Street und genau, es wird die ehemalige Main Street Electrical Parade fortführen. Mit Hilfe der neuesten Technologien erweckt die Parade beliebte Charaktere aus Peter Pan, Frozen, Encanto und anderen zum Leben. Ja,
richtig cool. Vielleicht bin ich ja nächstes Jahr in Orlando und werde die Parade sehen können. Ich habe ja noch nie so eine richtige Nighttime Parade gesehen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. So, das war's fürs Magic Kingdom. Kommen wir weiter zu Animal Kingdom. Und da geht's weiter mit Tropical America. Und da ist ja aktuell das Dinoland in dem USA-Part. Und das Dinoland weicht da jetzt für die neuen Attraktionen. Und zwar wird es zwei neue Signature-Fahrgeschäfte geben. Und zwar einmal Encanto und Indiana Jones. Indiana Jones wird in die bestehende Dinosaurs-Attraktion kommen. Und wird so ähnlich sein wie die Indiana Jones-Attraktion jetzt in Anaheim. Also, dass man auch mit so einem Jeep fährt, aber eine komplett andere Story. Genau, das ist so die Info. Und Encanto, man wird durch das Haus von Mirabelle und ihrer Familie fahren, was angekündigt wurde. Und es geht tatsächlich um das Thema von, ich weiß nicht, wie der Junge jetzt nochmal heißt, der mit den Tieren sprechen kann, der die Tiere versteht. Und da wird man halt irgendwas mit den Möbeln auch, dass die Möbel einen verstehen und irgendwie interagieren können. Auf den Artwork sah es aus wie eine Bootsfahrt. Und ja, das wurde zur Durchfahrtsattraktion im Encanto gesagt. Ich lese nochmal, die Fahrt setzt Antonios Geschichte nach dem Tag fort, an dem er sein magisches Geschenk erhielt. Unterwegs werden die Fahrer sehen, wie sich sein Zimmer in einen Regenwald verwandelt und vielleicht entdecken sie ja sogar bekannte Familienmitglieder. Der Bau von Tropical Americas wird noch dieses Jahr beginnen. Die voraussichtliche Eröffnungstermin ist 2027. Nächstes Jahr im Animal Kingdom eröffnet dann noch die neue Zootopia-Show im Tree of Life Theater. Ich glaube, da ist da, wo gerade Bugs läuft. Ja, nochmal so eine kleine Randnotiz. Das war es auch zu Animal Kingdom, aber es wird ja ein komplett neues Land dort auch abgerissen und neu gebaut. Dann Hollywood Studios. Oh mein Gott. Fangen wir mit dem größten Highlight, eins meiner Highlights auch, an. Nicht nur Villains Land, sondern Monsters Inc. Land. Und zwar wird dort einfach eine neue Attraktion gebaut. Eine neue Achterbahn. Eine neue Achterbahn. Und die sieht so cool aus. Man sitzt im Prinzip in so Sesseln in der Luft und man wird halt wie so die Türen rausgezogen und so wurde gesagt. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Es wird eine schwebende Achterbahn sein. Die Gäste durch das Fabrikatorgewölbe führt. Genau wie Mike und Sally im Film. Der Farbenprobebereich wird lebendig, atemberaubend, überhaupt nicht gruselig sein. Und die Arbeiten beginnen bereits schon nächstes Jahr. Und wie gesagt, es wird ein Monsters Inc. Land geben, also so einen kleinen Themenbereich. Und dann plus die Attraktion, wahrscheinlich auch Restaurants oder ein Shop. Und eine kleine Art Erneuerung auf dem Millennium Falcon. Und zwar auf dem Millennium Falcon soll eine neue Story dazukommen. 2026, neue Szenen von The Mandalorian und Grogu. Also von dem neuen Kinofilm, den ich euch eben gesagt habe, werden da neue Szenen in den Millennium Falcon kommen. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Finde ich auch, dass auch da es immer abgedatet wird. Finde ich auf jeden Fall super. Das war's für die Hollywood Studios. Kommen wir rüber zu Epcot. Epcot gab es jetzt nicht so viele Neuigkeiten. Eigentlich nur das Test Track. Ja, irgendwie wird ja, glaube ich, also ich bin ja nicht so bei den International Parks, aber die aktuelle Kooperation mit dem Autohersteller, wo ich jetzt vergessen, Chevrolet, glaube ich, ist es, läuft irgendwie aus und deswegen muss Test Track dann wieder umdesignt werden. Aber im Prinzip wird das Ganze halt so bleiben, nur dass halt das Chevrolet-Part komplett rauskommt. Und genau, im 2025 wird es auf jeden Fall wieder geöffnet, die neu gestaltete Teststrecke. Und die Bauarbeiten sind bereits voll im Gang. Und ja, genau, also das gibt es zu Epcot nicht so wirklich viel. Ja, das war Walt Disney World. Kommen wir zu Disneyland Resort, Disneyland Anaheim. Da gab es auch einige Neuigkeiten. Und die anderen Parks wurden leider so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen kurz angesprochen. Aber das sind so, die amerikanischen Parks werden immer bevorzugt behandelt bei diesen Neuigkeiten. Und es gibt auch immer die meisten Neuigkeiten zu den amerikanischen Parks. Und so war es diesmal auch. Fangen wir an mit California Adventure Park. Dort kommt Avatar als Themenbereich rein. So ähnlich wie im Animal Kingdom kommt dort Avatar. Und
Dort wird es auch eine Attraktion geben, aber ich glaube nicht, da kommt nicht Flight of Passage hin, sondern eine neue innovative Attraktion auf Booten, so wie ich es auf den Artworks gesehen habe, die in die weiten Meere von Pandora, die uns in die weiten Meere von Pandora entführt. Aber ne, wir wissen ja, da ist immer Room for More, wie wir jetzt auch beim Avengers Campus sehen im California Adventure Park, denn der Avengers Campus wird dort nochmal erweitert durch zwei weitere Attraktionen. Also insgesamt haben sie dann vier Attraktionen. Genau, vier Attraktionen. Das ist schon krass, ne? Und wir, wie es ja nennt, naja, anderes Thema. Einmal wird es eine, jetzt muss ich mal gucken, wie die das beschreiben, die Attraktion. Also es gibt zwei neue Attraktionen. Das Dark Flight Lab wird ein Roboterarmsystem verwenden, um ein Flugerlebnis zu simulieren. Wenn ihr schon mal im Legoland wart, bei diesem Bionic-Dingster-Bumster, sowas wird das. Und es ist furchtbar. Ich fand es furchtbar im Legoland. Und bei der anderen Attraktion wird man in ein Multi-Welt-Abenteuer Avengers Infinity Defense, so heißt die Attraktion, wird man in die Multi-Welt-Abenteuer entführt mit König Thanos und wird auf jeden Fall in New York City spielen. Die Bauarbeiten dafür beginnen bereits nächstes Jahr. Ja, ist auf jeden Fall cool, dass die den Avengers Campus erweitern, würde ich mir für Disneyland Paris auch wünschen. Das war's fürs California Adventure. Gehen wir rüber zu dem Disneyland Park in Anaheim. Und dort wird es eine Coco-Attraktion geben. Und Poco Loco, die erste Attraktion, basierend auf dem Coco Pixar Animation Film. Und die Arbeiten an der Attraktion werden voraussichtlich im Jahr 2026 beginnen. Es wird auch eine Bootsfahrt geben. Es wird so ähnlich sein wie Haunted Mansion oder also so ein bisschen. Die inspirieren sich am Haunted Mansion, an Pirates of the Caribbean. Es wird auf jeden Fall eine Wasserbootsfahrt werden mit viel Animatronics. Ich glaube, das wird super cool aussehen, mit super Musik. Also ich liebe Coco und ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Attraktion. Aber wenn die Bauarbeiten erst 2026 beginnen, können wir damit wahrscheinlich nicht in den nächsten 4-5 Jahren rechnen. Dann Tiana's Bayou Adventure eröffnet am 15. November. Das ist ja der Umbau von Splash Mountain. Splash Mountain wurde ja in Walt Disney World und in Disneyland Anaheim umgebaut. Dort eröffnet Tiana's Bayou am 15. November diesen Jahres. Ist ja schon in Walt Disney World geöffnet. Ich freue mich sehr, es in irgendeinem Park zu fahren, wenn ich dann mal da bin. Dann wird es auch eine neue Walt Disney Attraktion geben. Und zwar eine brandneue Show im Main Street Opera House. Und die wird heißen Walt Disney in Magical Life und dort wird der erste Audio-Animatronic von Walt Disney gezeigt werden. Und das Debüt feiert schon nächstes Jahr, 2025, und wird eine angemessene Anerkennung für Walts bedeutende Fortschritte bei der Audio-Animatronics vor 60 Jahren sein. Und es wird super, es wird passend zum 70. Geburtstag von nächstem Jahr, vom 70. Geburtstag von Disneyland Anaheim, passend dazu dann eröffnet. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich mal sehr gespannt, weil Audio Animatronics sind schon krass, was Disney da macht. Und dann Walt dann so live dann zu sehen, wird, glaube ich, schon ein bisschen emotional werden. Und ja, ich habe schon gesagt, Disneyland Anaheim feiert nächstes Jahr seinen 70. Geburtstag. Würde ich auch gerne mal sehen, ob zum 70. ob ich das nächstes Jahr schaffe. Who knows? Das war's für die amerikanischen Parks. Wie gesagt, die anderen Parks weltweit wurden so ein bisschen kleiner gehalten. Deswegen können wir da jetzt auch schnell durchgehen. Und am Ende noch was zu Disney Cruise. Ja, Disneyland Paris habe ich ja groß zusammengefasst in einem eigenen News-Video. Direkt nach dem Tag. Aber ich werde es nochmal kurz hier zusammenfassen. Also Frozen eröffnet erst 2026, World of Frozen, das finde ich blöd, muss ich sagen. Soweit wie die Bauarbeiten aktuell sind, dachte ich schon, dass es nächstes Jahr wird, aber da müssen wir uns wohl noch wahrscheinlich noch zwei Jahre drauf warten. Ansonsten bekommen wir einen neuen Themenbereich in Disney Adventure World, also die aktuellen New World Disney Studios, und zwar König der Löwen, The Pride Lands, mit einer Wildwasserbahn im geweihten Land. Ja, da sind die Meinungen auch sehr gespalten. Viele haben sich Star Wars gewünscht, viele freuen sich über König der Löwen, viele sagen, was macht eine Wasserattraktion in Paris? Da regnet es doch die ganze Zeit. Wir haben auch meistens kalte Tage. Ja, das stimmt,
Aber auch Splash Mountain zum Beispiel wird betrieben in kälteren Monaten. Oder das Phantasialand betreibt ja auch Chappas im Winter. Man kann das Wasser niedrig setzen, man kann die Boote, glaube ich, auch hochsetzen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und es ist ja keine reine Wasserattraktion wie eine Wildwasserbahn, sondern es geht auch viel mehr um den Dark Ride Part. Es gibt einen riesen Dark Ride Part in diesen Wasserattraktionen, wie jetzt Splash Mountain oder halt jetzt Tiana's Bayou Adventure. Und das ist halt der Hauptpart. Ja, man fährt dann zwar mal kurz ins Wasser runter und wird eventuell nass im Sommer, aber der Hauptpart davon besteht halt in dem Dark Ride. Und da kann, also da freue ich mich sehr drauf, wie das aussehen wird. Und tatsächlich habe ich auch schon viele Kommentare gesehen, ob das, weil auf den Artworks waren die Realverfilmungscharaktere drauf. Aber ich habe gelesen, es soll wirklich auf den Zeichentrick-Charakteren basierend sein. Also keine Angst, es wird auf den Zeichentrick basierend sein, nicht auf der Realverfilmung. Das war's zu Paris, außer dass wir noch ein neues Feuerwerk bekommen im Januar 2025 im Disneyland Park. Mit Drohnenshow, also mit Drohnen integriert. Ist die Frage, ob die Drohnenshow dann davor wegfällt. Das weiß ich nicht. Ob dann Electric Sky Parade dann nicht mehr läuft, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Darüber müssen wir uns auch ein bisschen gedulden, aber aufs neue Feuerwerk freue ich mich sehr. Dann bekommt Shanghai eine neue spannende Achterbahn mit Spider-Man, das wurde angekündigt. Und auch in Hongkong wird auch eine Spider-Man-Attraktion zum Stark-Expo-Bereich hinzugefügt. Ja, zur Shanghai-Achterbahn. Es wird eine Achterbahn voller Spannung und Nervenkitzel. Wann die kommen, keine Ahnung. Aber ist ja auch cool, dass Shanghai dann eine zweite Achterbahn bekommt, weil so viele Achterbahnen, ich glaube, Achterbahn haben die nicht so viele. So richtige Thrill-Rides. Oder war das Hongkong? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und Tokio hat ja auch gerade erst ein neues, komplett neues Land mit drei Attraktionen bekommen, und zwar Fantasy Springs, was unglaublich aussieht in den Videos, das möchte ich unbedingt mir auch live ansehen. Wurde nur angekündigt, dass Tokio im September eine neue Nighttime-Show bekommt, ein neues Feuerwerk mit dem Titel Reach for the Stars, mit Charakteren aus Big Hero 6 oben oder den Superhelden von Marvel. Ja. Das waren die Neuigkeiten zu den Parks. Ganz kurz im Schnelldurchlauf mit kurzer Meinung von mir. Und ein Highlight, wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe, war das Disney Cruise Update. Von 2027 bis 2031 sollen vier weitere Disney Cruises, Cruise-Schiffe dazukommen. Werden insgesamt dann 13 Schiffe insgesamt in der kompletten Disney Cruise Flotte sein bis 2031. Ja, das ist krass. Ich hoffe, dass vielleicht die Preise bis dahin dann auch ein bisschen günstiger werden, je mehr Schiffe durch die Gegend cruisen. Ich hoffe auch, dass mehr in Europa angeboten wird. Das hoffe ich wirklich sehr. Da müssen wir uns halt überraschen lassen, aber 13 Schiffe ist schon eine Hausnummer. Also. Und es wurden halt neue Details noch zu Disney Treasure, die dieses Jahr ja in See sticht. Bekannt gegeben, und zur Disney Destiny, die nächstes Jahr, glaube ich, in See gesticht. Und dann gibt es noch die Disney Adventure, glaube ich, die ab Singapur fährt nächstes Jahr. Es gibt so viele Schiffe. genau. Und dann wurde noch bekannt gegeben, eine Zusammenarbeit von Disney und Epic Games in Fortnite, dass da jetzt eine neue Marvel-Season reinkommt, schon nächste Woche, also müsste jetzt schon draußen sein. Aber auch Disney, Pixar, Star Wars, wie gesagt, Marvel und Disney Animation kommen zu Fortnite ganz bald. Und auch ab nächster Woche können die Spieler Dr. Doom spielen. Es wird auch Baby Yoda, also Grogu kommt irgendwie zu Fortnite, und auch die Villains kommen zu Fortnite. Aber ich bin beim Fortnite-Thema gar nicht drin. Also. Da bin ich raus. Ich glaube, dafür bin ich mittlerweile auch zu alt. Aber ich weiß, dass viele junge Kids da draußen Fortnite lieben. Und wie gesagt, das ganze Disney-Universum in Fortnite wird auch vergrößert. Ich weiß noch, dass während dem Panel gesagt wurde, dass 1 Million Zuschauer über Fortnite irgendwie, ich weiß nicht, wie das da live da geschaltet wurde, in Fortnite zuschauen bei diesem Panel. Und das ist natürlich mega krass. Also 1 Million Zuschauer. Respekt. Ja,
das waren die Neuigkeiten. Kurz, schnell und kompakt von meiner Seite, weil ich weiß, viele haben sich das gewünscht, aber viele wird es auch nicht interessieren, was ich jetzt hier gesagt habe. Aber hey, es ist der Vollständigkeitshalber jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal und wie versprochen, das war das letzte D23-Video. Ich werde euch nicht mehr mit D23 nerven, weil ich weiß, viele von euch haben gesagt, ist mal genug mit D23, wir wollen mal was anderes sehen. Ja, es kommt jetzt bald die Disneyland Anaheim Vlogs und ganz, ganz viel Content. Dann kommt das Heidepark Festival und ja, nächsten Monat ist auch so viel geplant. Also euch wird hier nicht langweilig und es wird auch wieder andere Thematik hier auf meinem YouTube-Kanal kommen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!